Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem weiteren Stream. So, meine Lieben, dann wollen wir mal schauen. Ich will auch mal schauen, wie lange ich heute mache. Ich hatte ja letzte Woche, wo ich gestreamt habe, da fing ja meine Erkältung an. Und die ist jetzt gut am Abklingen, aber ich habe die ganze Woche schlecht geschlafen. Und ich mag es ja eigentlich warm, aber bei uns ist es diese Woche die ganze Woche über 30 Grad gewesen, was mir sonst gar nichts ausmacht. Aber jetzt hatte ich Erkältung und die ganze Zeit am Husten, Schwitzen und keine Luft kriegen und dann schlecht schlafen. Und ich fühle mich heute deswegen so ein bisschen wie durch die Mangel gedreht. Deswegen muss ich mal gucken, so ein bisschen ausgezutscht. Aber schauen wir mal. So. Was machen wir denn mal? So, den Panzer könnten wir machen. Und hier ist ja dann auch nur noch dieser Weltraum-Level. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Raumschiff, der wird lange dauern, ne? Also das wird zu diesen Hintergrundsounds gehören, aber dass das so laut ist und man das nicht regeln kann. Ich habe aber parallel jetzt auf dem anderen Bildschirm schon die Windows-Regelung angemacht, den Sound. Also, wir probieren das mal, dass wir das gleich mal am Anfang weg haben. Und dann regle ich die Lautstärke über Windows. Weil wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass das nicht funktioniert. So, gucken wir mal. Na, ist mir immer noch ein bisschen zu laut. Das wird dann immer lauter. Moment. So. Ja, so ist es erträglich. Weil die so laut war und immer gedröhnt hat. So, wollen wir mal gucken. Das sieht nämlich noch etwas größerem aus hier. Aber die Musik, der Musiksound übertönt schon alles, ne? Muss ich sagen. Das ist wirklich heftig. Aber wieder, das wird irgend so ein Spiel-Hintergrundsound sein, wie das in den anderen Leveln die Vögel und so sind. Und die haben sie, hier haben sie halt mit dem Ton halt übertrieben. Wie kam ich nochmal hoch? Hoch war Space. Das ist alles Rumpf, da ist nichts extra. Kann ich mir bald gar nicht vorstellen. Gibt es hier keine Einzeldinger? Rumpf, Cockpitabdeckung, Rakete, doch. Aber okay, na schauen wir mal. Ich mache hier einfach mal. Ist das überhaupt dreckig hier innen drin? Ja, doch, ne? Ah ja, jetzt sehe ich, dass da Cockpit-Abdeckung steht. Also mal was anderes. Aber wie gesagt, die Hintergrundmusik ist hier sehr dominant. Im Gegensatz zu den anderen Geräuschen. Ich höre den Wasserstrahl gar nicht. Also so gut wie gar nicht. Das haben sie echt schlecht gemacht. So. Die Scheibe ist sauber oder wie von der Cockpitabdeckung? Das sind hier nur die Ränder oder was? Okay. Nee, falsch, Control. So. Thank you.
Die hat aber auch noch nicht. Ich glaube, da muss ich unten drunter noch. Warte mal, hier bestimmt irgendwie unten drunter. Nee, du sollst genau in die andere Richtung. Nee. Ja, das meinte ich doch. So, lass mal gucken. So, dann haben wir hier. Dazwischen. Hier steht nur Raumschiff, ne? Na ja, schauen wir mal. Laufmündung, okay. Rumpf, Rumpf, Rumpf. Auch hier das Problem, dass ich größtenteils nicht weiß, was ich hier putze. Klar, ich weiß, was ein Rumpf ist und so, aber dann und ein Cockpit und sowas, aber bei so Spezialdingern werde ich mich bestimmt wieder fragen, hä? Was muss ich jetzt putzen? Das ist Triebwerk, okay. So, ich wundere mich doch schon über diese grobe Einteilung, dass hier praktisch alles Rumpf ist, dass das nicht so ein bisschen. Mehr Erfolgserlebnisse mit Bling Bling bringt. Mal gucken, wie ich da am besten. Ich komme. Warte mal, ich will da an diese Ritze dran. Moment mal. Da. Ja, okay, geht so einigermaßen. So, dann können wir hier auch nochmal erstmal machen. Nee, runter, runter. Die Kontrolltaste ist für mich so ein bisschen weit zu entfernt, als dass ich sie ohnehin gucken. Oh, ist die Musik weg? Oder fängt sie gleich wieder an? Dann könnte man es ja wieder lauter machen. Wir warten mal einen Moment. Wenn ich das gewusst hätte, hätte man ja bei den anderen Leveln wahrscheinlich auch nur warten müssen, wa? Aber vielleicht, wenn wir irgendwie die Position wechseln, dass das dann wieder anfängt. Deswegen warten wir mal. Laufen. So, ich meine, in der Schwerelosigkeit zu putzen ist sowieso nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Okay, jetzt habe ich eine Position, wo ich einigermaßen mal so
ein paar Stellen dran komme. So. Du tippst hier nur so ganz kurz auf die Taste und du in der Schwerelosigkeit jumm, saust du durch die Gegend. Das, na, na, na. So. Ich möchte jetzt einen Tuckel nach oben. Das ist, wie gesagt, Schwerelosigkeit. Ja, okay, das ging jetzt. Tuckel. Da, ich sehe es. Ist aber wie gesagt nicht ganz so einfach. Wie soll ich denn da rankommen, sag mal? Da ist noch was. So, pass mal auf. Mal runter, runter, runter. Ah, pling. So, und jetzt noch das Maschinengewehr an sich. Mal gucken. Da. Du kommst ja schon in der Nichtschwerelosigkeit schwer an solche Ritzen dran, ja? Und dann sollst du. Nee, ich wollte genau. Dann sollst du in der Schwer. Da ist noch was. Ah, hier. Ah, okay. Dann haben wir das. Und dann sollst du hier noch in der Schwerelosigkeit solche raffitückischen Raffinessen putzen. Das ist das Fahrwerk, okay. Na, 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 na. Dann haben wir hier nochmal Rumpf. Weil wir ja so wenig Rumpf haben in dem Level. Die Musik scheint wirklich weg zu sein. Na komm, dann mache ich mal. Wir werden es gleich sehen. Upsa. Ja, das ist dann. So. Ja, geht. Also nicht wundern, das ist eins der Spiele, wenn man da raustappt, dass der Bildschirm schwarz wird. Das ist völlig normal. Der Stream ist völlig in Ordnung so, aber es geht. Was ist das hier? Das sind die Klappen dazu. Das ist alles Fahrwerk. Okay. Ein bisschen höher, danke. Das ist die Fahrwerksklappe. Das ist Rumpf mal wieder. So, Steuerung. In der Schwerelosigkeit. So. Ui! Es hat mal Pling gemacht. Das gehört auch zum Rumpf, okay. So. Noch eine Fahrwerksklappe, jawohl. Sehr schön. So, dann lass mal gucken. Fahrwerk
Ich muss bestimmt ein bisschen runter. Ja, sag ich doch. Hier nochmal. Ne, noch irgendwo ein Fitzel da ist was? Ich seh's. Jawohl. So. Rumpf, Rumpf, Rumpf. Rumpf. Und dann haben wir hier. Ach, das ist auch Rumpf. Ah, Rakete. Hier oben noch auf diesem Halterung, Griff, was auch immer. Oh, Hilfe. Also ich sage euch, Schwerelosigkeit wäre ja nichts für mich, glaube ich. Das ist ja eine Uhr. Bam, 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 bam. So, dann haben wir hier, ne, das ist auch Rumpf. Das ist irgendwie nicht extra abgeteilt. So, mal gucken, wie wir das hier sauber kriegen. Wieso bin ich jetzt wieso habe ich jetzt so einen Sprung gemacht? Keine Ahnung. Sind das, ja, jede Rakete. Schon wieder? Dong ich hier irgendwo gegen oder was macht das hier mit mir? Dass ich immer so wegglitsche. So, da haben wir hier so eine Halterung. Das ist Triebwerk. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich die Raketen mal beide sauber kriege. Das ist aber auch hier, ne? Wie soll man denn da gut zwischenkommen? So. Warte mal, jetzt versuchen wir das mal hier aus der Perspektive mal ein bisschen sauber zu machen. Ich sehe ja die Ritze da. Nee. Ja, so. Das ist auch wieder Rumpf. Ja, ich sehe es. Ja, der donkt mich hier immer weg. Probier das mal von der. Ach, hier ist ja auch noch Dreck. Ja, aber ich kriege hier nicht die richtige Position hin, dass ich da den Winkel kriege. Ich sehe den Dreck. Jetzt so. Nein, nein, nein. Dann nehmen wir das gleich mal mit hier. Wenn wir hier schon eine Position haben, wo wir mal was sehen hier. Da ist noch was. So, die Rakete. So, bis dahin und dann hier fängt das Triebwerk an, okay. So, wir müssen aber noch mal an die Halterung irgendwie. So, das war die Rakete. So, jetzt haben wir hier die Halterung noch, ne? So, müssen wir mal gucken.
Sehr schön. Ich habe hier gerade was gesehen. So, dann haben wir hier ein Triebwerk. Und das ist Triebwerk komplett, ja? Oder habe ich hier irgendwelche. Nee, das ist der Seitenflügel. Habe ich hier sonst noch irgendwelche Einzelteile? Und danach haben wir dann nur noch den Panzer und dann haben wir die Tiere. Weil ich muss sagen, also auch beim Powerwash Simulator, dass diese maschinenartigen, also gegen Fahrzeuge habe ich nichts, ne? Aber diese maschinenartigen Roboter und Raumschiffe und so, das ist jetzt nicht mein Lieblingsputz, Auftrag. Das ist mir alles zu technisch. Also, ich muss wissen, was ich putzen muss. So, aber wir haben ja auch schon 35. Das heißt schon, das dauert noch einen Moment. Aber wir haben schon 35. Oh, ist das ein Piratenraumschiff? Ja, hallo Karalinchen, schön, dass du da bist. Wie geht es dir bei dem Wetter? Weil jetzt ist ja auch warm. Also wir hatten die ganze Woche fast 30 Grad. Und ich habe auch am Anfang gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich heute so lange mache, weil ich ja letzte Woche hat ja die Erkältung angefangen. Und ich mag es zwar warm, aber nicht mit Erkältung, weil ich die ganze Woche dann da auch schlecht geschlafen habe durch die Erkältung und immer Husten und so weiter und ich dann heute ein bisschen wie gematscht mich fühle. Ich habe gestern auch nicht gegrillt, aber morgen, weil da haben wir ja Karten fürs Bingo. Na, 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 na. Aber das ist alles. Na, ja, wir haben hier gewechselndes Wetter und das bekommt mir nicht gut. Also wir haben morgen hier den letzten wirklich warmen Tag des Jahres wahrscheinlich und dann haben sie ab Montag, dann wird es wohl Herbst, weil da gehen die Temperaturen dann runter und die gehen auch nicht mehr hoch. Huch. Was war? Ach so, Stern.